Okay, schauen wir doch einfach mal. Vielleicht können wir doch hier oben... Komm. Mach aus, die Dinger. Nichts. Bleib einfach, wo du bist und lass es. Na gut, dabei kann ich was trinken. Das ist auch schön. No set target over here. Hab mir einen herrlichen Heidelbeermilchshake gemacht. Einfach ein paar Heidelbeeren, Tiefkühlheidelbeeren und dann Milch drauf, Zucker rein, in den Mixer. Ach komm schon, das hätte doch funktionieren müssen. Na gut, dann nicht. Was soll's. Die eine ist jetzt aber schon aktiviert, ne? Ja, ich glaube schon. Gut, wir kommen da also nicht durch so richtig. Da brauche ich auch nicht nochmal versuchen, glaube ich. Und hier kommen wir vorerst auch nicht weiter. Schauen wir doch einfach mal weiter oben nach. So, waren wir hier denn schon drin? Oh, hier gibt es eine Fahne, das ist sehr gut. Ich habe nämlich beim letzten Mal, als ich die Aufnahme schon beendet hatte, gesehen, wir haben ein bisschen was hier zum Erweitern. Und da wir auch 9 Punkte haben, bietet sich das ja an. Die Ablenkungsfackel. Ein alchemistisches Licht erweckt die Aufmerksamkeit von Wachen, die das Leuchtsignal sehen und blendet sie, wenn sie Nachtsichtbrillen wahrscheinlich tragen. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht, gerade wenn man bedenkt, dass wir ja nicht töten wollen. Von daher machen wir das doch direkt mal. Tor der Dämmerung. Lehn dich gegen eine Tür und drücke die linke Maustaste, um einen Feind durch die Tür hereinzuziehen. Unterlege ihn dann. Klingt gut. Fledermausbeute. Während du an der Decke oder an einer Stange hängst, drücke nach unten und dann die linke Maustaste, um Feinde mit einem geräuschlosen, tödlichen Angriff von oben auszuschalten. Oder so. Aufsteigende Schlange. Halte nach oben und drücke die linke Maustaste, um einen Drehkick auszuführen, der deinen Feind in die Luft schleudert. Brauche ich nicht. Überragender Schlossknacker, mit diesem Spezialtraining und besseren Werkzeugen kannst du Schlösser viel schneller knacken. Das klingt gut. Das hätte ich gern. Und gepanzerte Ärmel bietet einen zusätzlichen Schutz, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Dann würde ich sagen, nehmen wir das doch auch mal, weil die anderen Sachen doch alle tödlich sind. Gut, haben wir unsere 9 Punkte direkt mal ausgegeben und mussten dabei nichts in irgendwelche Kampfsachen investieren. Wobei, das ist natürlich eigentlich schon Kampf hier, die gepanzerten Ärmel, ne? Naja, gut, egal. Ja, passt. Hier ist nichts Neues dazugekommen. Doch, bei den hier ein Angriffsgegenstand ist jetzt noch mit dabei. Es ist natürlich ein bisschen doof, dass man... Ich weiß nicht, wann es die hier zum Freischalten gibt. Keine Ahnung. Ja, wir bleiben erstmal dabei. Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen doof, dass wir nur eine Sache hier auswählen können. Bei den Ablenkungsgegenständen. Ich hätte ja gern die Rauchbombe und die Ablenkungsfackel. Unter den Umständen ist mir die Rauchbombe lieber, ehrlich gesagt. Ja gut, da können wir ja dann die Stachelmine hier als Angriffsgegenstand nehmen, kein Problem. Denn wenn ich mir jetzt angucke, ist da noch eins frei, eigentlich. Mach mal Licht aus hier. Viel zu hell. Okay, hier oben ist einer und noch einer weiter drüben, der aber nichts macht. Ich hoffe, ich kann hier hängen bleiben. Ja, ich glaube, er sieht's eh nicht. Ist nicht so der hellste. So, gucken wir mal, wie verhältst du dich denn, Kollege? Bleibt er einfach dort stehen? Das wäre natürlich in Ordnung. Kein Problem. Wir müssen bloß irgendwie den Strom von der Anlage wahrscheinlich ausschalten. Ich glaube, hier kann sie mich nicht sehen, ne? Hi, Dude. Wow. Ernsthaft? Wenn ich rauskomme, beendest du deine Wache? Arschloch. Gut. Machen wir doch mal einfach hier. Mal schauen, ob wir jetzt irgendwie... Oh, das war nicht so gut. So weit solltest du nicht rutschen, Kollege. So weit solltest du nicht rutschen. Na gut. Machen wir nochmal die Lichter aus hier. Ah, jetzt habe ich ihn natürlich wieder angelockt. Hallo? Hallo. Darf ich? Danke. So, ich gehe dann gleich mal. So, das schaltet da oben bloß aus. Wir können natürlich mal schauen, ob wir vielleicht, wenn wir hier drüben reingehen,
Ja, ich dachte ja fast, das schaltet hier nämlich irgendwas mit aus, ne? Das ist ein bisschen complicated hier. Ich verstehe nicht, wann man durchwerfen kann und wann nicht. Ah, jetzt hat es funktioniert, sehr gut. Jetzt müssen wir bloß noch den Dingens hier auskriegen, irgendwie den Laser. Weiß nicht, wie wir das erreichen können. Wahrscheinlich nicht hier. Gucken wir erstmal weiter. So, was ist denn das für ein Räumchen hier? Ah, führt uns unten rum. Das ist natürlich schön. Da kann uns der Laser scheißegal sein. Wir können ihn natürlich auch ausmachen bei Bedarf. Und Schloss Nummer 2. Wunderbar. Ja, keine Panik. So, weiter oben. Weiß ich nicht, wo es da hingeht. Eigentlich ist ja alles hier unten mit, ne? Wir kommen auch vorerst nicht weiter hoch. So, gucken wir mal, ob wir hier rechts noch einen Zugang haben, den ich noch nicht ausprobiert habe. So, ich bin hier natürlich noch nicht weitergegangen. Schauen wir einfach mal kurz. Das nenne ich mal einen Kronleuchter. Okay, da ist so einer, alles klar. Ich geh mal kurz nach da. Oh, das war vielleicht keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee gerade eigentlich. So, ich gehe dann mal wieder hier runter vielleicht. I'm sure there's something here. Ja, garantiert gar nichts. Ah, jetzt habe ich dir natürlich schön aufgescheucht hier. Ein Traum. Wie bewegt er sich? Ja, wenn er so lange da rumläuft, kann ich auch mal ganz kurz hier noch das knacken. Wunderbar. So, während ihr auf das Wartungsteam wartet, werde ich hier mal durch die Schächte da hinten gehen. That's enough. But they're starting to get suspicious. We need to get to the roof. Entzünde ein Feuer ist das nächste Ziel. Ja, gleich. Ich werde schon noch ein bisschen hier an Gas zulegen, denke ich mal. So, er soll mal ein bisschen schneller machen, damit ich hier über ihn drüber hüpfen kann. Ups, gerade so. Okay, oben lang müssen wir eh nicht weiter. Der kann dort ruhig stehen bleiben, da hinten, der Typ. Ein Hund, natürlich. Kann er mich eigentlich riechen, wenn ich hinter der Vase versteckt bin? Wahrscheinlich schon, oder? Shit. Wie komme ich denn hier weiter? Da drüben ging es ja irgendwie nicht rein, glaube ich, ne? Das war ja das Problem hier. Schauen wir mal, ob mir das irgendwie weiterhilft. Nicht so wirklich. Oder war das, dass ich hier nicht reinkam? Schauen wir doch mal kurz. So, der Kollege darf sich mal verziehen. Und ich werde mich mal nach hier drüben aufmachen. Hier kommt man schon rein. Also, das war hier nicht das Problem. Nein, hast du nicht. Du kannst gar nichts gehört haben. Es ist nämlich alles in Ordnung. Ah, der Köter bleibt aber auf Streife, ne? Dieses Drexy. Ich brauche ja auch eine Sekunde, um das Ding da auszuschalten. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, so richtig. Und wieder hoch. So, dann müssen wir es vielleicht irgendwie von der anderen Seite aus machen. Ich werde mal wieder ein Schlückchen nehmen, wenn die unten sich umschauen. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Nee. Ja, ja, lass mal, lass mal. Wie läuft denn der Kollege eigentlich? Ist natürlich auch Mist, der läuft wirklich genau davor lang. Scheiße. Wie soll man das denn schaffen? Wie soll ich denn das Ding aktivieren? Und dabei nicht gesehen werden, ohne jemanden umzubringen.
Vor allem, weil dieser blöde Köter auch noch mit dabei ist. Das ist ja Mist. Ich meine, ich könnte eine Rauchbombe benutzen, um mich irgendwie ein bisschen zu covern wenigstens. Aber ob das reicht? Ich wage es ja zu bezweifeln. Ich schau mal kurz, wenn ich runtergehe, ob der mich hinter der Töpferware sieht. Beziehungsweise riecht. Ich glaube schon, ne? Scheiße. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Na, nix da. Lass mal schön sein. So, machen wir es doch mal so. Verarscht. So, haben wir noch ganz gut hingekriegt. War zwar nicht der Plan, aber hat funktioniert. Okay, komme ich denn... Hier drüben gibt es noch einen Durchgang. Vielleicht komme ich von da aus hier unten irgendwie rein. Guck mal, das doch mal an. So, wo kommen wir denn hier lang? Oh, hier gibt's noch was. Ein Sonderlevel wieder, so eine kleine Sonderherausforderung, ne? Na, herzlichen Glückwunsch. Schicksalsraum, ein Schritt weg muss auch zurückgenommen werden. Was? Wovon redet ihr da? Ach du Schande. Na, das kann ja super werden. Okay. Bin ich denn da drüben? Ach so, dann geht das oben wieder an. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Die unten können mir ja eigentlich relativ egal sein, die Dinger. Das ist okay. Nee, wobei, es ist eigentlich gar nicht so okay. Ich komme nämlich momentan noch nicht so wirklich da drüben weiter. Aber... Nein! Verdammt! Ah, ich habe noch die Rauchbomben aktiviert. Ist er nicht? Da ist er. So, dann machen wir nochmal kurz so. Wir ziehen uns nach hier drüben. Dachte ich mir irgendwie. So... Das schaltet dort den Strom aus. Und hier drüben sollten wir noch den anderen auskriegen, ne? Ja. Sehr gut. War doch gar nicht so schwer. Nightingales sing. From the floor they're quarreling. Heralds an escape.